Der TSV 1860 München kommt nicht recht vom Fleck. Auch nach der zweiten Partie unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci warten die Münchner weiter auf einen Sieg. Am 26. Spieltag lagen die Löwen endlich mal wieder in Führung, brachten das zwischenzeitliche 2:0 aber nicht über die Zeit. Zumindest konnte bei der Punkteteilung die 4 Wochen Torflaute beendet werden. Das war für mich sehr gut. Ja. Wir haben auch sehr gute Momente gehabt. Und ich glaube, mit ein wenig Wettkampfglück hätten wir dieses Spiel auch gewonnen. In der kommenden englischen Woche wartet zunächst eine Mammutaufgabe auf den TSV 1860. Mit dem SV Elversberg kommt die Überraschungsmannschaft der dritten Liga zum Flutlichtspiel ins Grünwalder Stadion. Die Saarländer stehen als Aufsteiger mit 58 Punkten an der Spitze der Tabelle. Auch Elversberg ist seit 3 Spielen sieglos und will in München wieder zurück in die Erfolgsspur gelangen. Ich finde, ein Flutlichtspiel macht immer irgendwas. Hat doch immer noch ein Stück weit mehr Emotionen vielleicht als so ein Tagspiel, obwohl wir auch da oft emotional sehr gut unterwegs waren. Aber wir fahren nach München, wollen zeigen, was wir wieder können und dementsprechend da auch dem Spiel einen Stempel aufdrücken. Erst ein einziges Mal sind die beiden Mannschaften in der dritten Liga aufeinander getroffen. Im Hinspiel gab es eine empfindliche 1:4 Pleite für die Löwen. Es ist klar, dass Elversberg eine sehr starke, dominante Mannschaft ist. Ihr Spiel durchzieht, sehr Laufbereitschaft an den Tag legt. Grundsätzlich erwartet uns wahrscheinlich auch ein Gegner, der ähnlich wie in der Hinrunde uns Paroli bieten wird, vor Probleme stellen wird. Im Hinspiel lief es gut für uns, da haben wir wirklich auch ein tolles Spiel gemacht und an das wollen wir anknüpfen. Seit Oktober hat der TSV 1860 München nur 1 Spiel gewonnen. Noch stehen sie auf dem 8. Tabellenplatz und das schon seit 5 Spieltagen.